Ja, hallo und guten Morgen aus Schwerin. Wir haben gefrühstückt, sind jetzt beim Zusammenpacken. Noch scheint die Sonne, das soll sich heute im Laufe des Tages ändern unter Umständen. Erwarten wir Regen gegen Nachmittag, Abend. Aber nichtsdestotrotz werden wir heute im Prinzip zurückfahren, was wir gestern gemacht haben, weil das ja hier eine Sackgasse für Boote ist. Und gucken, dass wir dann irgendwo kurz vor der Dame oder an der Dame in ja, knapp 15 Kilometern dann wieder unser Zelt aufschlagen heute. Vorher müssen wir aber noch einkaufen. Spritzdicke hast du rechts vorne, ne? Die habe ich mit. So, wir verlassen unseren Platz, auf dem wir uns eigentlich sehr wohl gefühlt haben. Und starten Richtung Aldi, der irgendwo da drüben sein müsste. So, wer geht denn jetzt? Ja. Ja. Bequem? Also hier rechts von uns sehen Sie eine Wegwand. Hat sich der Wetterbericht nochmal seit gestern geändert? Ja. Wir sind nur ein ganz kurzes Stück gefahren an die andere Seite des Schweriner Sees, weil hier an einem kleinen Badezugang ein Aldi fußläufig erreichbar ist. Und wir brauchen noch ein paar Vorräte. Da wir heute auf dem Zeltplatz wahrscheinlich wieder nichts in erreichbarer Nähe haben, machen wir das jetzt gleich. Ja, wir hängen hier so ein bisschen im Gestrüpp. Und wie gesagt, über die Badestelle kann man rausgehen. Die sind gerade zu zweit zum Aldi und wir harren der Dinge. Und hoffen, dass es erst später regnet. Warntrick Nummer 1. Nee, das darf ich nicht aufnehmen. Dann kommt der Naturschutz und verklagt uns. Aber ich filme jetzt, wie der sich da schüttelt. Das ist auch ganz niedlich. Ein schönes Motiv mit dem Bootswagen im Vordergrund. Ach komm, jetzt gib nicht so an. Haben so richtig zielgerichtet. Ich bin echt froh, dass ihr hier vorne seid. Die denken wahrscheinlich, die kriegen Brot. Ja, oh, ist das süß. Schwäne sind schon auch echt schön eigentlich. Ne? So, wir erreichen wieder die Autobahn. Und es ist auch nicht die A4, auch wenn das wohl im Wasserwanderatlas so steht. Das ist die A13 immer noch. Ja, und weiter geht's von See zu See. Der Einkauf war übrigens ein großer Erfolg. Also an dem Aldi, wie weit hast du gesagt, 6 Minuten von der Badestelle? Und der ist gut sortiert, da kriegt man einiges und ist eben auch für Wasserwanderer hier eigentlich so ziemlich die einzige Einkaufsmöglichkeit auf langer Strecke. In Teupitz gibt es wohl noch was, aber hier jetzt direkt nicht sonst. Ja, wir sind wieder auf den Modderseen, der große und da hinten der kleine. Wie gesagt, wie gestern, Schlag auf Schlag. Aber der Himmel verdunkelt sich langsam. Vielleicht an der Stelle nochmal ein Wort zur Solarzelle. 7 Watt soll die bringen und da lädt quasi immer tagsüber meine Powerbank drauf. Und abends habe ich dann im Zelt alle jeden zweiten Tag ungefähr mein Handy mal angeschlossen. Und damit hat die Powerbank jetzt immer noch 3 Striche, obwohl ich Kamera und Handy davon lade. Also das läuft wunderbar. Wenn es so sonnig ist wie gestern, hat man da, denke ich, ungefähr tagsüber den Ertrag rein, den man verbraucht hat. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Man sieht es an der Powerbank nicht so genau. Aber wir sind ja jetzt nur noch 2 Tage unterwegs. Das wird auf jeden Fall reichen. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei der kleinen Insel am Kleinkörisser See mittlerweile, oder? Glaube ich. Das ist bestimmt die Krombacher Insel. Das habe ich ja gestern noch gar nicht erzählt. Da erzählte uns nämlich auf dem Zeltplatz in Prieros gestern jemand, dass auf einem dieser Seen hier die Insel aus der Krombacher Werbung sei. Oh, das ist ja sicher hinlänglich bekannt, diese Einstellung, diese Kameraeinstellung da mit dieser Insel.
die da beim Felsquellwasser und so weiter. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir haben das mal kurz recherchiert. Die Krombacher Insel ist in der Nähe von der Krombacher Brauerei, 30, 40 Kilometer östlich von Köln. Also das ist nicht hier. Das ist auch eine schöne kleine Insel, aber das ist nicht die Krombacher Insel. Oh, Pause bei Kilometer 9. Eine gewaltige Spinne hier, die uns hier besucht. So, sie hat sich einen Weg gesucht. Oh, mal wieder was Neues. Das Spritzverdeck. Kenne ich auch noch nicht. Da. Machst du das nicht, Mama? Also es passt gerade so mit meinen überlangen Beinen hier unter dieses Verdeck. Das ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber immerhin. Die Leine, die hat man ja optimalerweise, taucht die vorne ins Spritz. Ja. Ja, und das ist jetzt von der Schmöldener See, der letzte, den wir heute brauchen, sozusagen. Guck mal, ist ja richtig urwald hier. Und da sitzt ein Graureiher, wie genial. Ja, wie man sieht, das mit dem Regen war von kurzer Dauer, zumindest vorerst. Ich denke, wir werden unser Ziel im Trockenen erreichen. Das ist nämlich schon fast in greifbarer Nähe. Wir haben heute jetzt mal eher die linken Uferseiten abgefahren, nachdem wir gestern auch eher die linken, jetzt rechten Seiten abgefahren haben. Auch nochmal sehr schön, weil hier gerade am Übergang vom Schmöldener zum Hölzernen See ein Naturschutzgebiet ist, wo dann ganz viel Totholz auch ins Wasser ragt. Da haben wir gerade noch mal einen Eisvogel gesehen. Können wir ein Foto einblenden. Basti hat mit Teleobjektiv den, glaube ich, ganz gut erwischt. Ja. Genau. Wunderbar. Und heute viel weniger Motorbootverkehr. Wahrscheinlich wegen der schlechten Wetterprognose. Wir haben viel weniger Bootsbegegnungen als gestern. Und dadurch ist es viel ruhiger. Das ist total klasse. Obwohl heute Freitag ist. Ja, wir nähern uns schon dem Zeltplatz und hier gibt es jetzt richtig große Hausboote. Also ganz viele davon. Ziemlich cool. Genau. Nee, ja. Aber Wasserwanderer. Wasserwanderer hier. Ja, hier sind wir richtig. Ja, das sieht doch gut aus. Hier konnten wir ohne Probleme einchecken. Der Wasserwanderrastplatz, da stehen zwei große Hauszelte, aber sonst ist der gerade noch ganz leer. Wir sind auch relativ zeitig wieder, 16 Uhr. Eingecheckt für 55 Euro ungefähr für alle Mann, also auch recht günstig. Und wir haben hier hinten reichlich Platz schon uns ausgemacht. Wir müssen gucken, es gibt ein paar Senken, aber wenn es regnet heute. Aber wir haben hinten gleich an dem großen Tisch. Wie teuer? 55 oder so. Du bist rabattiert. Was, war ich Student? Ja. Ein Platz für den Kocher mit Windschutz außenrum. Echt, ja? Ja. Klar. Ach, hier steht's, Kochstand. Genau. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Genau. Hatte man das früher so? Ja, was heißt hatte man? Also irgendwie musstest du ja einen Windschutz haben. Ja. Cool.
gehen alle rein mit ihrem Eis, wo ich filmen will, wie alle Eis essen. Da muss ich dich filmen, wie du Eis isst. Hm? Ich wollte gerade filmen, wie alle ihr Eis aufmachen. Gehen alle weg. Danke, Basti, danke. Prost. Also wirklich ein großer Platz hier mit reichlich Kapazität, der bei weitem nicht ausgelastet ist. Nur der Weg zum Sanitärgebäude ist weit. Das ist urgemütlich hier. Wir sitzen unter dem großen Tarp, was wir schon als Regenschutz im Boot benutzt hatten. Das wird dann auch wahrscheinlich wieder dein Schlafplatz für heute Nacht, ne? Ja. Und für uns ist es jetzt auch einfach ein schöner überdachter Sitzplatz hier, während draußen der Regen so ein bisschen gerade runterkommt. Richtig gemütlich haben wir es. Die Abendsonne scheint und es tropft schon wieder. Also das Wetter heute, es weiß nicht so richtig, was es will. Naja, wir werden jetzt hier Abendessen zubereiten. Zu sensationellen Kinderhörspielen. Hat hier eigentlich jemand ein Feuerzeug? Ja! Das geht fix! Traumhaft! Was? Basti, hast du eigentlich ein Feuerzeug? Alte Socken unter Kritze! Was? So, Mama, kenn ich. Wenn der kleine Hunger kommt. Das passt ja. Hat jemand Feuer? Oder soll ich es dir rübernehmen? Der kleine Hunger. Fang! Wenn der kleine Hunger. Oder das jetzt parallel wirken? Hey, yo, ho! Unser Captain macht das so. Hey, yo, hey. Hey, yo, ho. Stolz wie Oscar. Hey. Das können wir doch mal morgen zum Paddeln anstimmen. Ja, genau. Vorsicht, du hängst gleich in der Suppe. So fangen wir hier gar nicht erst an, entgegnete der Ritter. Ich wünsche mir, was ich mir wünsche, und damit basta. Da blieb Löckchen nichts. Noch ein bisschen die nähere Umgebung unseres Zeltes. Hier gibt es ja kleine Waldwege direkt am Ufer. Wunderschön. Hier waren die, haben die Biber ganze Arbeit geleistet. Ja, wie jeden Morgen, übliches Prozedere, lange Menschenkette vom Camp zum Ufer. Wir laden oder sind dabei, alles zum Beladen klar zu machen. Und heute auch leider die letzte Etappe, zumindest für mich. Wir fahren heute Richtung Norden weiter. Wir sind jetzt wieder fast an der Dahme und es geht heute nach Zernsdorf, kurz vor Königs Wusterhausen, 17 Kilometer, also wahrscheinlich unsere längste Etappe heute. Aber mittlerweile sind wir ganz gut im Training, da sollte das funktionieren. Es ist außerdem nicht so heiß heute, nur 24 Grad Höchsttemperatur. Ich denke, das kommt uns auch entgegen, dass es nicht ganz so anstrengend wird. Oh, da sitzt ein Reiher, oder? Nee, was ist denn das? Ja, doch ein Reiher. Ja, da sind wir wieder an der Dahme. Und wir folgen jetzt weiter nach Norden. 20 Kilometer bis Königs Wusterhausen, ganz so weit haben wir es nicht. Aber ja, mal schauen, wie wir vorankommen. Auch witzig, hier ein Hausboot quasi konstruiert, in dem ein Wohnwagen auf so ein schwimmendes Untergestell gesetzt wurde.
witzig. Ja, gerade fahren wir durch sehr erschlossenes Gebiet. Also überall Grundstücke, Häfen, Höfe, Häuser. Zwiebelschalen. Genau, wenig Natur. Aber so ist es eben auch mal. Das ist eine richtige Vogelinsel hier. Alles voller, ist das Kormorane? Kormorane, ja. Die Bäume sind auch hier voller Dreck. Vollgeschissen. So riecht's auch. Aber es ist richtig cool. Es sieht total spektakulär aus und hört sich auch an. Sehr, sehr fotogenes Wetter heute auch, ne? Mit dem blauen Himmel und den weißen Wolken und der Sonne. Oder was sagt ihr? Was sagen wir? Sehr fotogenes Wetter heute. Die weißen Wolken, die Sonne, der blaue Himmel, schöne Kontraste. Kanus voraus! Und zwar eine ganze Menge. Hallo! Hallo. Erreichen ja im Prinzip schon Zernsdorf mit dem Krüpelsee, der ist jetzt vor uns. Und hier biegen wir jetzt gleich scharf ab, verlassen sozusagen die Dame und biegen ein auf den Zernsdorfer Lankensee. Und an dessen Ende, noch so knapp gute drei Kilometer, befindet sich ein Zeltplatz. Ja, dürfte unsere längste Tour heute gewesen sein, glaube ich, ne, auf der Reise. Ich denke, es waren 17 Kilometer insgesamt bestimmt. Aber ging bis jetzt gut voran. Und zwar sehr abwechslungsreich, landschaftlich sehr schön, tolles Wetter, nicht so heiß heute. Einmal frei. Hier geht es jetzt ab nach rechts, Norden, scharf nach Norden. Die Dame biegt nach Westen ein Stück ab und wir biegen scharf Norden ab in diesen See, in diesen langen See, langen See.
das dieser Fortschritt sein, von dem alle reden? Das sieht doch verheißungsvoll aus. Und ich tippe mal darauf, dass das da vorne unser Steg ist. Schön, schön. Ja, das letzte Mal ankommen, zumindest für mich. War eine sehr schöne Etappe nochmal zum Schluss. Und da haben wir hier doch echt einen schönen Platz. Ja, vorne steigt das Sommerfest und wir haben uns aber hier gemütlich gemacht vor unseren Zelten direkt am Ufer. Es ist kühl heute, aber trocken, sonnig, blauer Himmel und wir werden hier nochmal das köstliche Curry nachkochen, was es schon vor zwei, drei Tagen in Kriros gab. Das wird sehr, sehr gut. Beim Braten. Was war das? Eine Turbulenz. Bei euch gibt es handverlesene Cashewkerne. Mhm. Ja. Mit Kinderarbeit hergestellt. War ich das letzte? Aber ich glaube, jetzt müssen wir schon das Wasser dran machen, weil das ist hier unten. Basti, jetzt brauche ich aber Feuer. Jetzt geht's nicht. Wahrscheinlich, weil ich den zusammengebaut habe. Oh, nee, das Ding. Oh, jetzt. Aber wahrscheinlich. Nein, das war ich nicht. Sehr gut. Den anderen auch gleich? Der, ja, genau. Hast du noch ein Feuer? Ja. Könnten wir auch aneinander. Basti, hast du noch ein Feuer? Na klar. Entschuldigung, Johannes. Entschuldigung. Brett. Sehr gut. Glaube ich. Ja. Ja, ja. Wie viele Stunden Videomaterial kommt da am Ende eigentlich noch? Also so viel gute Stimmung beim Abwaschen hatten wir, glaube ich, noch nie. Ja, ein schöner Urlaub geht zu Ende. Möglicherweise sehe ich ein bisschen müde aus. Aber ja, ich bin heute relativ früh aufgestanden, um die Rückreise anzutreten vom Zeltplatz, die auch relativ unproblematisch in zwar sehr vollen, aber pünktlichen Zügen stattgefunden hat. Und bin wieder gut gelandet in Leipzig. Ja, wie gesagt, ein sehr schöner Urlaub ist zu Ende gegangen. Das Wasserwandern war eine völlig neue Erfahrung für mich, aber eine, die mir auch durchaus sehr gut gefallen hat, die völlig neue Blickwinkel eröffnet und die ich mir auch durchaus vorstellen kann, mal wieder in Angriff zu nehmen. Mal schauen, in welcher Runde und wann sich das mal wieder ergibt. Ich habe selbst keine entsprechende Ausstattung und wir schauen einfach mal, welche Möglichkeiten da in der Zukunft sich ergeben, aber vielleicht war das ja trotzdem auch mal ein ganz interessanter Einblick. Und auch ein interessanter geschichtlicher Rückblick vielleicht ein Stück weit in Faltboottechnik der vergangenen Jahrzehnte. Ich glaube, man kann die immer noch so kaufen, aber die sind nun auch wirklich authentisch gewesen. Also das grüne Boot war, wie gesagt, über 50 Jahre alt und ist immer noch weitestgehend einsatzfähig. Das ist schon nicht schlecht. Ja, also die anderen sind jetzt noch länger unterwegs. Aber die Runde hat sich heute dann aufgelöst. Basti und Ellen sind nach Berlin aufgebrochen. Die anderen, Thorsten und Familie, fahren zurück zum Auto nach in den Spreewald. Ich muss leider morgen arbeiten, deshalb für mich dann heute schon direkt die Rückreise. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Tour.